Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zur Folge 62 in Factorio. Es ist was Schlimmes passiert, denn wir haben ja in der letzten Folge hier hinten so schön unser ganzes Zeug gepimpt und da haben wir uns gefreut, dass wieder alles läuft, und just in dem Moment, wo ich die Folge beendet habe, ist Folgendes passiert. Ich habe hier noch geguckt, habe mich noch gefreut, oh, es läuft, und dann, hä, hier kommt nichts mehr. Habe geguckt, oh, Carbon ist alle. Habe geguckt, Kohle ist alle. Wir haben tatsächlich keine Kohle mehr. Die ist empty, Ende, nada, nixe. Das war's, Feierabend, finite. Ja, ist ein bisschen kacke, denn eigentlich wollte ich diese Folge was anderes machen, aber okay, dann holen wir halt Kohle an den Start, ja, weil das Erbe ist immer irgendetwas, immer. Factorio, immer. Das ist unglaublich. Oh, wir können die Sechser-Dinger forschen. Cool. Sehr cool. Ach, da werden der Hammer. Ach, da werden der Wahnsinn. Wir können die forschen ohne Probleme. Die Frage ist nur, wo kriegen wir die Kohle her? Wir haben hier ein fettes Kohlefeld mit 3 Mülle. Würde sich tatsächlich sogar anbieten. Können wir hier easy peasy mit dem Zug anbinden. Und ist, denke ich mal, relativ zügig erledigt. Deswegen werden wir das jetzt auch tun. Wir werden uns jetzt dahin machen und werden dieses Kohlefeld erschließen. Um so schnell wie möglich wieder liquide zu werden. Was die Kohle angeht. So, davon ein paar. Irgendwas wollte. Erzförderer, genau. Wo habe ich Erzförderer? Hier habe ich Erzförderer. Zack. Gucken, wie viele wir brauchen. Und schauen wir mal. Zug haben wir ja oben stehen. Der steht im Bahnhof schon seit gefühlt 12.000 Jahren. Aber habe ich echt kein Tor? Wahnsinn. Was eine Armut hier. Gut, also das Kohlefeld ist definitiv groß genug. Da können wir ohne Probleme mit arbeiten. Schauen wir mal. Wir brauchen unsere Mauern. Da haben wir die Mauer. Brauchen sonst noch was? Nö. Abwehr ist die halbe Miete. So, fangen wir mal hier an. Dim, 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 dim. So, da können wir eigentlich hier dran gehen, oder? Müsste funktionieren. Dann machen wir hier einfach zu. So. Habe ich keine Lampen mehr? So, die Frage ist, wo gehen wir mit dem Zug rein? Ich würde sagen, warte, wir machen das unten nochmal weg. Und dann gehen wir mit dem Zug unten rein. Das wird das Sinnvollste sein, als das jetzt irgendwie oben oder so. Das weiß ich nicht. Macht da nicht so viel Sinn. Dann machen wir lieber so. Ist das schöner. Da können wir eigentlich fast bis an unsere Base rangehen, oder? Ob ich jetzt hier hochgehe oder peng. Machen wir jetzt auch. Komm, Arschlecken. Arschlecken. Haben wir wenig Saft. Mal oben dasselbe und dann ist gut. Plupp. So. Wir können die nächste auch schon forschen. Ja, nice. Freunde, wir nähern uns mit großen Schritten den Achtermodulen, und das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das freut mir. So, einmal Warenhaus machen wir hier hin. Dann brauchen wir. So, dann gucken wir mal. Machen wir so und so. So. Und so, so und so, so und so,
So. So. So, reicht erstmal. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Eigentlich wäre es sinnvoller, nach unten zu machen, ne? Jetzt haben wir ja so ewig... Ach, egal. Egal. Was kostet die Welt? Also manchmal ist es echt anstrengend zu spielen hier, Factorio. Das ist der Hammer. Dann kackt einfach mal so random alles ab. Die ganze Zeit funktioniert es, stundenlang kannst du zocken, kein Problem. Und dann so völlig aus dem Nichts, weg. Ende. Und dann auch nicht eine Sache, sondern alle. Auf einmal. Als ob die sich absprechen. Das ist schon spannend. So, dann können wir hier auch eigentlich easy peasy logistisch. Warte, den machen wir nochmal weg. Den machen wir hier jetzt schön passend. Schön passend. Dritt. So. Dann hier noch zwei. Hier ein. Und können wir den so machen. Gut. Dum, 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 dum. Es gab auch mal eine Mod, wo man, glaube ich, direkt ein komplettes Erzfeld voll mit Erzförderern stellen konnte. Kann mal, falls einer weiß, welche Mod das ist, kann er ja mal in die Kommentare penetrieren. Ich glaube, die hatten wir sogar in dem alten Modpack, oder? Ja, ich meine. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. So, das reicht für gefühlt immer. Warum habe ich eigentlich so wenig Strommasten? Gut, Kohle, endlich wieder Kohle. Sehr schön. Ach, herrlich, herrlich. So, jetzt können wir hier Robotis reinmachen noch. Robotis, Robotis. Robotis. Ich denke, das reicht, oder? Müsste alle... Ne, da oben nicht so ganz. So, das ist aber jetzt hier rund um Versorgung. Gut. Wir können die schon forschen. Nice. Eigentlich sollten wir sein lassen, die ganze Zeit diese Module zu forschen, weil das so viel an dem Zeug, wo es eh dran hapert, frisst. Das ist der Hammer. So, dann gucken wir mal, dass wir hier irgendwie einen ordentlichen Zug reinbekommen. Ich würde sagen, ungefähr hier. So, hier kommt er angefahren. Dann geht er da drin. Und dann geht er hier wieder zurück. Gut. So, da brauchen wir eigentlich kein... Wir brauchen kein Signal. Ist eigentlich egal. Wir brauchen aber noch ein paar Tore. Ein paar Tore. So, und hier brauchen wir Platz. Dann Schienen. So.
Das reicht. Zack. Haben wir noch einen Bahnhof? Haben wir natürlich nicht. Bahnhof, Bahnhof, Bahnhof. Doch, haben wir hier unten. Siehste. Können wir hier hin. Dann heißt das Ding jetzt Kohle AP. Ne, AP Kohle. So rum war es. AP Kohle. So. Den Zug. Brauchen wir nicht. Das können wir so. Ne? Also. 2, 2, 2 und 2. Und 1, 6, 7. Dann machen wir hier Speedbeladung. Dann können wir eigentlich mal eben, warte mal, den Zug, Bahnhof Kohle, das ist der hier. Dann fügen wir AP Kohle, Zeit vergangen, 45 oder Inventar voll. Sehr gut. Also hat er nur eine Zugmaschine? Nee, das passt alles. Gut. Dann habe ich nichts gesagt. Hallo, 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 Kohlezug. So, sehr schön. Oh, herrlich. Wir haben Kohle, Freunde, wir haben Kohle. Und das Ganze hat nur 14 Minuten gedauert. 13, 11, 12, 12. 12 Minuten gedauert. So, Bahnhof Kohle, Attacke. So. Dann bringen wir jetzt schon mal einen Schwung dahin und dann kann er weiterfahren. Dann kann wenigstens die Maschine mal wieder anlaufen. Und dann fällt mir ein, gab es noch einen Kommentar. Und zwar sollte ich mal gucken, was denn so der Strom für die Züge macht. Da werden wir jetzt mal nachschauen. Wir haben ja gerade mal keine 10 Stück da dran geklemmt, ne? Und unser komplettes Schienennetz wird ja damit versorgt. Also von daher... Das schon. So, nur nicht. Was ist hier los? Ach, das war Eisen, ne? Oh, nee. Nee. Sag mir nicht, dass Eisen. 72k, 60k. Wo kriegen wir ein Eisen her? Oh, das wird's nächst. Das nächste Jahr, nächste Folge holen wir halt Eisen, ne? Weil wir sonst eigentlich auch nichts anderes vorhaben. Aber dann holen wir Eisen. Woher? Weiß ich auch noch nicht. Vielleicht 7,3 Mülle wäre natürlich nice. Müssen wir halt vorher noch Aliens klatschen. Genau. Also Elektrizität sieht gut aus. Zumindest ist hier immer alles rappelvoll. Kann ich mich nicht beklagen. Obwohl die Züge alle unter W2 stehen. Jetzt fährt er auch. Ja, es sind alle irgendwo unterwegs und... Keine Ahnung, gell? Also scheint auszureichen. Wir haben hier 6 und 4, 10 Stück. Mehr haben wir nicht. 10 so Dinger. Dit war's. Gut. Oh. Lassen wir wieder ein Kupfer zu viel haben. Haben wir ein Eisen zu wenig. Das ist echt bitter. Ja, Stahl ist ja auch das, was dann irgendwann... Oh. Ja, dann können wir uns jetzt eigentlich schon mal Gedanken drum machen. Also Carbon kommt wieder. Das ist schon mal gut. Carbon kommt. Da können wir auch ruhig Produktivität reinklatschen. Alles, was es umsonst gibt, nehmen wir mit. So. Hier mal ein bisschen vollladen das Ding. Jetzt müssen wir auch eigentlich schon reine Produktivitätsmodule wieder und was. Der kackt doch bestimmt auch. Nee, geht.
So, hier kommt langsam wieder was an. Das ist wunderbar. Jetzt schmiert alles ab. Es ist auch die ganze Zeit am Forschen, weißt du? Hier kommen die ganzen... Die ziehen sich alles raus hier, ne? Die sind durstig. Wer hat denn hier vor allem... Wer produziert denn so viel? Wer ist denn so blöd? Weil hiervon ist eigentlich egal. Da können wir ruhig... pengen. Weil hiervon... Kein Wunder, dass Kunststoff abkackt. So, 8er Module, Freunde. Incoming, da sind sie. So, und ich würde sagen, wir klemmen hier mal den Strom ab. Oder wir klemmen ihn wieder an. Ich würde gerne nicht so viele produzieren. Dann machen wir einfach mal wieder Stopp hier. Machen wir einfach mal wieder Stopp. So. Können wir den wegmachen, den wegmachen, den wegmachen. Den wegmachen. Brauche ich alle nicht für. Den wegmachen, den wegmachen. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. So. Wir haben reine Produktivitätsmodul. 52 Stück. Jetzt müssen wir damit irgendwas Sinnvolles anfangen. Irgendwas Sinnvolles. Irgendwas, was... sinnvoll ist. Habe ich schon erwähnt, dass ich was Sinnvolles machen will. Vielleicht macht es ja Sinn. Mal so als Überlegung. Weil... Warum nicht, ne? Ah, vielleicht ein bisschen... übertrieben, weil die Dinger fressen ja so. Da reichen eigentlich, wenn ich hier. Warte mal, wenn ich hier 1, 2, 3, 4 Reihen mache jeweils. 4 Stück nur. Dann habe ich 100% Bonus. Das reicht, oder? Weil so schnell kann der gar nicht ausladen, wie der hier das Zeug produziert. Dann bin ich ja eh irgendwo begrenzt dann, ne? Aber es läuft, es läuft. Es kommt verdammt viel mehr. Das ist nicht schlecht. Ja, hier ist halt das Problem. Generell hier haben wir Probleme. Ah, das war schon, glaube ich, ganz gut sinnvoll. Das war okay. Dann könnten wir theoretisch, um einfach noch mehr Material zu sparen, hier zum Beispiel, bei dem hier können wir das auch sehr gut machen. Der braucht auch Carbon. Und warum nicht einfach... Ja, warum nicht einfach mal ein lila Fließband? Dann würde das Ganze auch einfach schneller funktionieren. So. Beladung, Beladung. So, in der Hoffnung, dass das nicht abkackt. In der Hoffnung, dass es nicht abkackt. Carbon, 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 Carbon. 4 Stück haben wir noch. Da machen wir hier jetzt auch noch was Sinnvolles mit. Tara. So. Das ist jetzt das Sinnvollste, was ich hingekriegt habe. Vielleicht müssen wir einfach mehr Maschinen bauen. Oder bessere. Chemischer Lichtbogenofen, da können wir mit Sicherheit auch schon... Gibt es da eine bessere Stufe? Also wir haben ja Lichtbogenofen 2, aber chemischen... Chemischer Lichtbogenofen, Lichtbogenofen, Metallmischofen und dann gibt es Lichtbogen Multifunktionsofen. Ich habe keine Ahnung.
So, Geschwindigkeitsmodul. Haben wir alle geforscht. Sehr schön, sehr schön. Dann können wir. Wir forschen einfach. Ist doch egal. Wenn abkackt, dann lass er abkacken. Ist doch. Dann ist halt so. Müssen wir mit klarkommen. So. Harz kackt ab. Nicht euer Ernst. Das ist, weil die Maschinen hier einschlafen. Deswegen kackt das ab. Aus keinem anderen Grund. Blei haben wir genug. Okay, wir brauchen mehr von diesen Modulen. Definitiv. Definitiv. Wir bauen einfach noch welche. Komm, ist egal. Ist doch egal. So, dann fordern wir die an und dann passt das. Fünfer. Bams. Irgendwas Sinnvolles fällt uns schon ein. Und jetzt kommt hier unten auch mal wieder Zeug an, ja? Jetzt können die mal wieder langsam alle ihre Lager hier vollhauen. Alle am Abkacken. Und dann geht auch hier mal wieder was durch. Weil die hier können ja schon. Ja gut, irgendwann fehlt es halt, ne? Gut, Transistoren sieht zumindest wieder gut aus, würde ich mal behaupten. Hier unten kommt zwar noch nicht so viel an, was aber auch daran liegt, dass das jetzt vollgelaufen ist. Und jetzt geht es dann hier durch. Ja, das muss halt alles, das dauert ein bisschen. Aber irgendwann beruhigt es sich ja wieder. So, jetzt geht da auch wieder was rein. So, wunderbar. Guck dir das an. So soll es sein. Sehr schön. Dann kommt hier wieder was an. Dann können die wieder arbeiten. Alle sind glücklich. Ich auch. Die Folge ist zu Ende, Freunde. Ich würde sagen, wir haben hier noch 4 Stück. Die werden wir jetzt noch irgendwo verbrezeln. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage beim Carbon. Carbon ist gerade ein bisschen Mangelware. Dann kloppen wir das da rein. So, hier zwei, da zwei und fertig. Und die machen wir auch noch weg. So, jetzt haben wir doch hier alle Füchse gefangen. Herrlich, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Es macht mich überhaupt nicht wahnsinnig. Nur manchmal. Gut, Freunde, das war's mit Folge 62. Wir sehen uns in Folge 63 wieder und werden wahrscheinlich dann uns an das Eisen begeben, denn früher oder später wird unser nicht mehr ganz so großer Puffer aufgebraucht sein. Und dann geht es an die Substanz. Wenn erstmal Eisen fehlt, dann kackt alles ab. Weil an Eisen hängt so ziemlich alles irgendwie irgendwo dran, ne? Und wenn es nur Fließbänder sind, die wir brauchen, um irgendwas zu bauen. Aber wir malen den Teufel nicht an die Wand. Bis jetzt haben wir alles hingekriegt. Und das wird auch in Folge 63 so sein. Und ja, ich beende jetzt erstmal eine Aufnahmesession und werde, ja, schlafen oder so. Mal gucken. Ich wünsche euch was. Macht's gut, haut rein und tschüss.